Ja, wir können gerade im internationalen Vergleich das eigentlich sehr schön anschauen, wie sich möglicherweise Wettbewerb zwischen Schulen auf die Schülerleistung auswirken kann. Wir sehen systematisch, dass Länder, wo ein größerer Anteil der Schülerinnen und Schüler auf Schulen geht, die eben in nicht staatlicher Trägerschaft sind, dass die wesentlich besser abschneiden. Und das Paradebeispiel dafür sind die Niederlande. In den Niederlanden gehen 3/4 aller Schülerinnen und Schüler auf Schulen in nicht staatlicher Trägerschaft. Die sind aber alle identisch, oder das ist in der Verfassung festgeschrieben, durch den Staat finanziert, bekommen den gleichen Satz wie die öffentlichen Schulen. Was dann passiert ist, dass die Eltern offenbar nicht nur den einen öffentlichen Träger vor sich haben, sondern eine ganze Reihe verschiedener Schulen, die auch verschiedene Konzepte anbieten. Und die Eltern wählen sich die Schule aus, wo sie denken, die ist die beste für mein Kind. Das wissen natürlich aber auch die Schulen. Das heißt, die Schulen, denen die Eltern weglaufen, sehen, wir müssen was ändern oder wir gehen unter. Und dementsprechend sieht man zumeist eben auch, dass sie sich dann verbessern. Genau das schafft die Anreize und schickt die Signale, es gut zu machen und das zu machen, was den Kindern wirklich hilft. Dazu braucht man auch eine Transparenz. Man braucht vergleichbare Prüfungen, am besten vergleichbare Zwischenprüfungen, auch vergleichbare Abschlussprüfungen, die den Eltern überhaupt die Informationen gibt, wie gut denn die verschiedenen Schulen das tatsächlich erreichen, sodass ich eben Schulen nicht nur auswähle, weil die Turnhalle besonders schön ist, sondern auch mit in Betracht ziehe, ist das eine Schule, wo die Kinder wirklich etwas vermittelt bekommen oder nicht.